So, liebe Leute, nun zum Flexdruckverfahren. Beim Flexdruck werden solche Vinylfarben oder Vinylfolien verwendet, die aus ökologischen Stoffen sind. Besser gesagt aus ökologischem Material. Da gibt es verschiedene Farben. Welche dann mit dem Plotter geplottert werden. Zum Plotter, was ist ein Plotter? Mit dem Schneideplotter wird zuerst die Grafik erstellt und diese wird dann da mit dem Plotter einfach Kontur geschnitten. Der Vorteil vom Flexdruck ist die hohe Waschbeständigkeit. Es ist bis 60 Grad waschbar. Der Nachteil ist, dass man keine Farbübergänge darstellen kann. Und dass man nicht mehr, also maximal sollte man, kann man mit bis drei Farben drucken. Nachdem die Flexfolie da zugeschnitten wird, zeige ich das gleich bei einem Kollegen, der das hier gerade vorbereitet. Wird die Folie dann so händisch entgittert, nennen wir das. Das heißt, dass die Folie runtergezogen wird und alle kleinen Teile innen händisch wirklich mit der Pinzette entgittert werden. Danach, nachdem dieser Vorgang beendet ist, wird das einfach mit der Heißpresse gepresst und aufs T-Shirt fixiert. Dann kann ich euch noch ein Ergebnis dazu zeigen, wie es dann in Wirklichkeit ausschaut. Beispielsweise ist das jetzt ein T-Shirt, das vor Jahren mit dem Flexdruck bedruckt wurde. Zweifärbig. Es hat so einen plastischen Griff eben, weil die Folie aus Vinyl ist. Da wurde wieder entgittert, die Buchstaben alles entgittert, gepresst und so ist es jetzt. Waschbeständigkeit haben wir gesagt, dass es bis 60 Grad waschbar ist. Was wir noch empfehlen ist, keinen Trockner zu verwenden, auf keinen Fall, weil dann durch den Trockner eben diese Risse immer entstehen, die man normalerweise von so T-Shirts kennt, die man dann halt öfters eben falsch gewaschen hat.